Ja, ich glaube im Großen und Ganzen die erste Halbzeit, die haben wir komplett verschlafen. Wir waren gar nicht aktiv, wir waren gar nicht im Spiel drin. Mainz hat es gut gemacht, obwohl wir wussten, was auf uns zukommt. Wir waren einfach passiv, wir waren vielleicht mit dem Kopf nicht ganz da. Du gehst mit dem Rückstand in die Pause, hast in der Halbzeit, hast dir gesagt, komm die Jungs, wenigstens 45 Minuten nochmal einen Arsch aufreißen. Ja, ich fand, das haben wir dann gemacht. Klar, wir haben wieder 3 Gegentore gefressen, das geht nicht. Konter, 2 Kontertore, 1 Standard, haben wir drüber gesprochen, über die Mainzer Stärken. Ja, alles in allem verdienter Sieg für Mainz, muss man sagen. Aber wir können wenigstens sagen, dass wir uns in der zweiten Halbzeit gesteigert haben. Ja, ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit haben wir gedacht, wir können ja so ein bisschen spielen. Dann in der zweiten Halbzeit haben wir ein anderes Gesicht gezeigt. Man hat dann aber auch gesehen, dass wir schon irgendwie auch durchfahren mit all dem. Die Woche hat doch etwas geschlaucht dann. Und ja, klar, man hätte gern, dass nochmal ein anderes Ergebnis gehabt, aber im Endeffekt ist auch scheißegal. Ja, der Ball kam perfekt. Ich hatte nur eine Möglichkeit, den irgendwie über den Außenriss rutschen zu lassen. Mache ich perfekt über den Torwart. Schönes Tor, haben wir, glaube ich, auch schön rausgespielt. War ein wichtiger Start in die zweite Halbzeit, aber im Endeffekt hat es uns nichts gebracht. Ich glaube, selbst das Ergebnis, das trübt uns jetzt absolut gar nicht mehr. Deswegen, es ist einfach, wir haben eine überragende Saison gespielt. Mit dem Highlight dann in Leipzig, dass wir den Punkt da geholt haben. Und seitdem waren dann auch mal ein paar Tage doch etwas mehr anstrengendes ohne Training. Ich würde gerne hier bleiben. Wir haben uns nämlich die Champions League erspielt. Ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen, deswegen würde ich auch gerne teilnehmen. Das letzte Mal war vor 2-3 Jahren, glaube ich, wo ich in der Champions League gespielt habe. Es war ein geiles Gefühl, deswegen hätte ich es gerne wieder. Und ich hoffe, die Verantwortlichen einigen sich dann auch.